Das ist ein T-Rex, das ist ein Spinosaurus, hier haben wir einen Acrocanthosaurus und das hier ist der Carcharodontosaurus. Jeder einzelne von ihnen ist ein gigantischer Theropode. So würde ein T-Rex aussehen, der durch New York streift. Wirklich unglaublich groß. Aber welche sind die größten von allen? Ich habe eine Liste erstellt mit den 20 größten fleischfressenden Dinosauriern aller Zeiten. Los geht's mit dem Baryonyx. Mit 9 Metern Länge und einem Gewicht von 2 Tonnen schaffte er es auf Platz 20. Er lebte vor 130 bis 125 Millionen Jahren und wurde im Vereinigten Königreich entdeckt. Der Holotyp des Baryonyx gehört zu den am besten erhaltenen Fossilien aus dem ganzen Land und ist gleichzeitig der vollständigste Spinosauride, den man jemals ausgegraben hat. Dieser Dinosaurier hatte einen dünnen, aber sehr langgezogenen Schädel, der eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Garial hat und am vordersten Stück der Schnauze ein bisschen breiter wird. Seine Nasenöffnungen befanden sich etwa 10 cm weiter hinten. Insgesamt hatte er 96 Zähne im Maul und diese waren konisch geformt und wiesen feine Sägungen auf. Der Baryonyx hatte zudem relativ lange Arme und hakenförmige Klauen an seinen Fingern, allesamt Anpassungen an das Leben im Wasser und die Jagd auf Fische. Zum Beispiel konnte er so seine Schnauze unter Wasser halten und gleichzeitig atmen. Er hat wahrscheinlich aber nicht nur Fische gejagt, sondern auch landbewohnende Dinosaurier, wie zum Beispiel kleine Iguanodontier. Um die zu erledigen, waren die langen Klauen sicher sehr nützlich, schließlich war das Maul des Baryonyx darauf spezialisiert, zappelnde Fische festzuhalten und nicht um Teile der Beute abzureißen, wie bei reinen Fleischfressern. Weiter geht's mit dem Allosaurus. Der schafft es trotz einer durchschnittlichen Länge von 8,5 Metern und einem Gewicht von nur 1,7 Tonnen auf Platz 19. Denn einige Exemplare von Allosaurus fragilis konnten auch deutlich größer werden und ganze 10 Meter und 2,7 Tonnen erreichen. Der Allosaurus lebte vor 155 bis 145 Millionen Jahren in Nordamerika und war einer der am weitesten verbreiteten und erfolgreichsten Theropoden aller Zeiten. Er besaß einen festen, hohen Schädel mit einem kräftigen Kiefer und klingenartigen Zähnen. Laut Funktionsstudien war der Allosaurus in der Lage, sein Maul so weit aufzureißen, dass alle Zähne in seinem Maul als Reiß- oder Schneidezähne dienten. So konnte er aus seinen Opfern große Fleischbrocken herausschneiden. Zu seinen Beutetieren gehörten neben Sauropoden und Ornithopoden auch der Stegosaurus, der 7 Meter lang und 3,8 Tonnen schwer werden konnte. Das war wirklich keine leichte Beute. Ein Allosaurus-Fossil hat auch ein Loch in einem seiner Schwanzwirbel, das von der Größe und Form zu dem Schwanzstachel eines Stegosaurus passen würde. Ein Stegosaurus konnte sich also scheinbar ganz gut gegen solche Angreifer verteidigen. Es gibt aber Hinweise darauf, dass der Allosaurus in der Gruppe gejagt hat und vielleicht sogar ein komplexes, kooperatives Sozialverhalten an den Tag legte. Was zum einen erklären könnte, wie der Allosaurus starke Beute wie Stegosaurier und Sauropoden erlegen konnte und warum gerade diese Art auf dem Kontinent so erfolgreich gewesen ist. Als nächstes kommt der Plethosaurus. Mit 8 bis 9 Metern Länge, aber stattlichen 2,5 bis 3 Tonnen, hatte er es auf Platz 18 geschafft. Der Plethosaurus gehört zu den Tyrannosauriden und lebte vor 79 bis 74 Millionen Jahren in Nordamerika. Er gilt als der direkte Vorfahre des T-Rex. Andere wiederum glauben, dass er näher mit dem Tarbosaurus verwandt ist. Der Plethosaurus koexistierte damals mit einem seiner Verwandten, dem Gorgosaurus, der es selbst auch fast in die Liste geschafft hätte. Das war möglich, weil beide unterschiedliche ökologische Nischen bedienten. Der etwas leichter gebaute Gorgosaurus jagte vermutlich Hadrosaurier, die zur damaligen Zeit sehr zahlreich waren. Währenddessen hatte es der kräftigere Plethosaurus wahrscheinlich auf schwierigere Beute wie Ceratopsia abgesehen. Ein Merkmal des Plethosaurus ist sein verhältnismäßig großer Schädel, der äußerst massiv war und über einen Meter in der Länge erreichen konnte. Auf manchen Schädeln befanden sich auch Bissspuren anderer Tyrannosaurier und das sowohl bei Jungtieren als auch bei Erwachsenen. Wahrscheinlich stammen die von Konkurrenzkämpfen innerhalb der eigenen Art, entweder um Territorien oder Dominanz innerhalb der Gruppe. Denn der Plethosaurus lebte möglicherweise zusammen mit anderen, das kann man zumindest von den Überresten in einem Bonebed in der Two Medicine Formation in Montana herleiten. Dort fand man die Überreste von 3 Plethosauriern unterschiedlicher Größe zusammen an einem Ort, wo sie alle gleichzeitig gestorben sind. Sicher ist es zwar nicht, aber vielleicht lebten sie wirklich zusammen in einer Gruppe. Weiter geht's
als mit dem Suchomimus. Mit maximal knapp über 11 Metern Länge und 3,3 Tonnen Gewicht schafft er es auf Platz 17. Das war ein Spinosauride, der zwischen 125 und 112 Millionen Jahren in Afrika gelebt hat. Sein Name bedeutet Krokodilsnachahmer und den verdankt er seinem langgezogenen schmalen Schädel, der tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Schädel eines Krokodils besitzt. Sein anderes Merkmal sind die verlängerten Spinalfortsätze der Rückenwirbel. Die formten wahrscheinlich ein Segel, welches beim Suchomimus aber viel, viel kleiner war als beim Spinosaurus. Es könnte sich auch um eine Art Kamm gehandelt haben, da die breiten, kräftigen Wirbelfortsätze eine gute Ansatzfläche für Muskeln gewesen wären. Gejagt hat der Suchomimus vor allem Fisch. Seine lange Schnauze und die konischen Zähne eignen sich hervorragend, um glitschige Fische festzuhalten. Außerdem ist der Suchomimus sehr nah mit dem Baryonyx verwandt, bei dem man sogar halbverdaute Fischschuppen in den Fossilien des Holotyps gefunden hat. Es gibt aber auch einen großen Unterschied zwischen diesen Arten. Der Baryonyx hatte nämlich sehr dichte Knochen, ähnlich wie der Spinosaurus, und konnte deshalb auch komplett unter Wasser gehen und tauchen. Die anderen beiden waren also noch besser auf das Leben im Wasser angepasst, während der Suchomimus nur im seichten Wasser stand, um dort ähnlich wie ein Grizzlybär Fische zu fangen. Mit seinen langen Armen konnte er möglicherweise schwer zu erreichende Beute ausgraben oder sich auch ein Nest bauen. Als nächstes kommt der Torvosaurus. Mit bis zu 10 Metern Länge und 3,5 Tonnen Gewicht schafft er es auf Platz 16. Der Torvosaurus gehört zu den Megalosauride und lebte vor 154 bis 147 Millionen Jahren in Nordamerika und Europa. Die Kontinente waren damals nämlich noch teilweise miteinander verbunden. Deshalb fand man Überreste der verschiedenen Torvosaurus-Arten in Deutschland, England, Portugal, den USA, Tansania und Uruguay. Es handelte sich hierbei um einen kräftig gebauten Jäger mit einer relativ langen und schmalen Schnauze. Er besaß für einen Theropoden lange und kräftige Arme. Zu seiner Lebenszeit im Oberjura war der Torvosaurus einer der mächtigsten Fleischfresser der ganzen Welt, zusammen mit dem Saurophaganax. Die Torvosaurier koexistierten auch mit anderen großen Theropoden, wie dem Allosaurus und dem Ceratosaurus. Allerdings hatten sie verschiedene ökologische Nischen inne. Während der kleinere, schnellere Allosaurus lieber in den trockenen Flussebenen auf die Jagd ging, waren Torvosaurus und Ceratosaurus wahrscheinlich lieber in der Nähe von Gewässern, Wäldern und im Unterholz unterwegs, wo ihre wendigen, eher niedrig gebauten Körper von Vorteil waren. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass der Allosaurus selbst ebenfalls gefressen wurde, denn man fand einen Allosaurus-Beckenknochen mit Zahnabdrücken, die wahrscheinlich von einem Torvosaurus stammten. Weiter geht's mit dem Veteropristisaurus. Der erreichte 10,5 Meter in der Länge und ein Gewicht von ebenfalls 3,5 Tonnen, womit er sich Platz 15 holt. Es handelt sich hierbei um einen sehr alten Carcharodontosauriden, dessen Überreste in Tansania entdeckt wurden. Er lebte vor 154 bis 150 Millionen Jahren, somit war er über 50 Millionen Jahre älter als der namensgebende Carcharodontosaurus aus der gleichen Familie. Leider haben wir fast gar keine Fossilien vom Veteropristisaurus, es wurden bisher lediglich 4 Schwanzwirbel entdeckt. Viel mehr als seine ungefähre Größe und die Zugehörigkeit zur Familie der Heizahnechsen kann man also leider nicht daraus ableiten. Obwohl die Fossilien bereits vor über 110 Jahren gefunden wurden, hat man den Veteropristisaurus erst 2011 bei einer erneuten Untersuchung als eigene Art anerkannt. Auf Platz 14 befindet sich der Saurophaganax, früher auch bekannt als Allosaurus Maximus. Er erreichte 10,5 Meter in der Länge und ein Gewicht von bis zu 3,8 Tonnen. Der König der Echsenfresser lebte vor 151 Millionen Jahren in den USA, in einem Gebiet, das von markanten Trocken- und Regenzeiten geprägt war. Der Saurophaganax war der größte fleischfressende Dinosaurier, der in der berühmten Morrison-Formation gefunden wurde, dem wichtigsten Fundort für Dinosaurierfossilien in den USA, wo man auch den Ceratosaurus, den Torvosaurus und den Allosaurus fragilis fand. Ebenso wie dutzende andere Dinosaurier, von denen manche wahrscheinlich Beutetiere des Saurophaganax waren, wie zum Beispiel der etwa 3 Meter lange und 100 Kilogramm schwere Dryosaurus. Oder auch der Camptosaurus, der mit 6 Metern und 800 Kilogramm deutlich größer war. Vielleicht gehörten aber auch wie beim Allosaurus Sauropoden zu seinen Beutetieren, von denen gab es im Oberjura nämlich eine ganze Menge in unterschiedlichen Größen. In der Morrison-Formation fand man diverse Arten, vom 20 Meter langen und 20 Tonnen schweren Camarasaurus bis hin zum 35 Meter langen und 40 Tonnen schweren Supersaurus, der einer der größten Sauropoden aller Zeiten war. Ein sehr markantes Merkmal des Saurophaganax war der Kopfschmuck, der von der Schnauze bis über die Augen verlief und wahrscheinlich in der Paarungszeit dazu diente, Geschlechtspartner anzulocken. Weiter geht's mit dem Siatz. Dieser Theropode schaffte es mit 11,7 Meter Länge und einem Gewicht von 3,9 Tonnen auf Platz 13. Siatz Micherorum stammt aus den USA, genauer gesagt aus Utah. Sein Name kommt von einem menschenfressenden Monster aus den Geschichten der Ute, einem Volk
südamerikanischer Ureinwohner, die in der Umgebung des Fundorts leben. Der Siatz existierte vor etwa 100 bis 94 Millionen Jahren, also zu Beginn der Oberkreide. Zu welcher Familie dieser Theropode gehörte, ist etwas umstritten. Ursprünglich wurde der Siatz zu den Megaraptora gezählt, manche ordnen ihn aber auch zu den Tyrannosauriern, den neovenatoriden Allosauriern oder ganz allgemein zu den Koolurosauriern. Was genau zutrifft, ist schwer zu sagen, weil man nur sehr wenige Fossilien gefunden hat. Experten können aber bereits an diesen Überresten ein paar einzigartige Merkmale ausmachen, die den Siatz von anderen Dinosauriern unterscheiden. Die Überreste des Holotyps stammen von einem Jungtier, waren aber bereits vergleichbar mit anderen großen Theropoden wie dem Saurophaganax oder dem Acrocanthosaurus. 2019 errechneten Wissenschaftler die Größe, die der Siatz im ausgewachsenen Zustand erreicht hätte, auf die anfangs erwähnten 11,7 Meter und 3,9 Tonnen. Das Habitat dieses Dinosauriers war geprägt von Gewässern und dichter Vegetation. Er teilte sich seinen Lebensraum mit vielen anderen Dinosauriern, denn in der Cedar Mountain Formation, in der man den Siatz fand, entdeckte man auch 5 verschiedene Arten von Ankylosauriern, 7 verschiedene Sauropoden und 11 verschiedene Theropodenspezies. Als nächstes kommt der Chilantaisaurus. Mit nur 10,6 Metern Länge, aber einem Gewicht von etwa 4 Tonnen, schafft er es auf Platz 12. Es gibt auch größere Schätzungen von bis zu 13 Metern, aber die sind eher unglaubwürdig, schließlich sind die Überreste sehr unvollständig. Man fand einen Oberschenkelknochen und einen Teil eines weiteren, aber beide waren stark fragmentiert. Es gibt außerdem noch Becken, Arm, Mittelfuß und Schienbeinknochen des Chilantaisaurus, aber leider nichts vom Schädel. Dieser Dinosaurier lebte vor etwa 92 Millionen Jahren in China und wurde in der Ulanzhou-Hai-Formation gefunden. Man benannte ihn nach dem Jilantai-Salzwassersee in der Nähe. Zu welcher Familie dieser Dinosaurier zählt, ist leider auch nicht so ganz klar. Ursprünglich wurde er den Allosauriern zugeordnet. Er könnte aber auch ein fischfressender Spinosauride gewesen sein, denn er besaß lange Klauen an den vorderen Gliedmaßen. Seine Zugehörigkeit zu den Allosauriern gilt aber als wahrscheinlicher. Auf Platz 11 befindet sich der Bahariasaurus aus Nordafrika. Der war mit bis zu 12 Metern wirklich lang, dafür mit nur 4 Tonnen aber relativ gesehen eher ein Leichtgewicht. Trotz seiner enormen Größe war der Bahariasaurus aber nicht mal der mächtigste Theropode in seinem Lebensraum, was daran liegt, dass er aus der ägyptischen Baharia-Oase stammt, wo man auch noch den Spinosaurus und den Carcharodontosaurus entdeckte. Dieses Gebiet in der Oberkreide vor 100 bis 95 Millionen Jahren gilt als das wahrscheinlich gefährlichste Ökosystem aller Zeiten, voller großer Raubtiere mit unterschiedlichen Nischen. Leider wissen wir über den Bahariasaurus nicht wirklich viel, was daran liegt, dass die bruchstückhaften Fossilien, die man Anfang des 20. Jahrhunderts gefunden hat, im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden. Aber wir haben immer noch die Aufzeichnungen und Fotografien vom Paläontologen Ernst Stromer. Wie dieses Bild hier, auf dem man den Wissenschaftler neben dem Oberschenkelknochen des Bahariasaurus sieht, was einen die Ausmaße dieses Dinosauriers erahnen lässt. Weiter geht's mit dem Sucheng-Tyrannus, der es auf den 10. Platz geschafft hat. Er erreichte ebenfalls eine Länge von 10 bis 12 Metern, aber gleichzeitig auch ein ziemlich hohes Gewicht von bis zu 5,5 Tonnen. Was wohl daran liegt, dass er ein Tyrannosauride aus der Oberkreide war, allerdings waren sowohl sein Körper als auch sein Schädel immer noch deutlich schmaler als der des T-Rex. Viel ist leider Spekulation, denn wir haben vom Sucheng-Tyrannus bisher nur den Unterkiefer und einen Teil des Oberkiefers gefunden. Seine Zähne waren aber etwas kleiner als die vom T-Rex, dafür wiederum etwas größer als die seines anderen Verwandten, des Tarbosaurus. Er war aber trotzdem ein Spitzenprädator in seinem Gebiet, denn er lebte nicht wie der T-Rex in Nordamerika, sondern in China und zudem auch noch 10 Millionen Jahre früher. Dort hat er wahrscheinlich Jagd auf große Vogelbeckendinosaurier wie den Sinoceratops gemacht. Der wurde etwa 6 Meter lang und 2 Tonnen schwer. Es wurden nahe der Sucheng-Tyrannus-Fossilien auch noch die Überreste von Hadrosauriern und Ankylosauriern entdeckt. Seine Beute ist der vom T-Rex also wahrscheinlich ziemlich ähnlich gewesen. Aber seine Zähne hatten wiederum Ähnlichkeiten mit denen von Carcharodontosauriern und waren besser auf das Schneiden ausgelegt, als es die Zähne des T-Rex waren. Sie waren auch bis zur Zahnkrone hinauf gezackt. Der auch aus der Mongolei stammende Tarbosaurus schafft es auf Platz 9. Mit ebenfalls 10 bis 12 Metern Länge und einem Gewicht von ca. 5,5 Tonnen erreichte er die gleichen Maximalwerte wie der Sucheng-Tyrannus. Allerdings haben wir von diesem Dinosaurier ein wenig mehr Überreste entdeckt, wie zum Beispiel diesen halb vollständigen Schädel. Oder auch diese Fossilien hier, die aus Mongolien heraus in die USA geschmuggelt und bei einer Auktion in New York für knapp über 1 Million Dollar verkauft wurden. 2013 wurden sie aber an Mongolien zurückgegeben. Es gibt aber auch noch Dutzende andere Fossilien von Jungtieren bis zu Erwachsenen Exemplaren. Der Tarbosaurus ist vermutlich sogar noch näher mit dem T-Rex verwandt als der Sucheng-Tyrannus.
Aber auch seine Zähne waren schärfer als die des Tyrannosaurus. Er existierte bereits ca. 4 Millionen Jahre vor dem T-Rex, lebte später aber quasi parallel mit ihm, nur eben in Asien, und starb dann auch mit allen anderen Dinosauriern vor ca. 66 Millionen Jahren aus. Nach dem T-Rex hatte er den größten Schädel von allen Tyrannosauroiden, mit einer Länge von 1,3 Metern. Seine Augen waren aber nicht so stark nach vorne gerichtet wie die des T-Rex, weswegen sein räumliches Sichtfeld deutlich kleiner war. Sein Körper war auch insgesamt leichter gebaut. Gejagt hat der Tarbosaurus wahrscheinlich ebenfalls Hadrosaurier. Dazu gehörte zum Beispiel der bis zu 13 Meter lange und 11 Tonnen schwere Saurolophus. Oder zumindest dessen Jungtiere, denn ein ausgewachsenes Exemplar war schon ein ziemlich wehrhafter Gegner. Weil man vom Tarbosaurus so viele Fossilien gefunden hat, gibt es auch einige Informationen über seine Eigenschaften. Zum Beispiel besaß er einen sehr ausgeprägten Geruchssinn und Sinn für Koordination und das Gleichgewicht. Dafür waren sein Sehnerv und der Teil des Gehirns, der für die Verarbeitung visueller Reize verantwortlich ist, nur recht schwach ausgeprägt. Der Tarbosaurus hat sich also eher auf das Riechen und Hören verlassen, als auf seinen Sehsinn. Das hier ist Oxalaia, ein Spinosauride, der vor 100 bis 93 Millionen Jahren in Brasilien lebte. Diese Art erreichte mit etwa 6 Tonnen Gewicht nur ein wenig mehr als die letzten beiden, war dafür aber mit 14 Metern ein gutes Stück länger. Und somit landet Oxalaia auf Platz 8. Sein Erscheinungsbild ähnelte sehr stark dem Spinosaurus aus Nordafrika, aus dem sich Oxalaia vermutlich auch entwickelt hat. Er ist viel näher mit den afrikanischen Spinosauriern verwandt, als mit den anderen aus Brasilien, wie zum Beispiel dem Irritator. Die Ähnlichkeit ist aber sogar so groß, dass einige Wissenschaftler der Meinung sind, dass Oxalaia keine eigene Gattung, sondern lediglich eine Unterart des Spinosaurus sein sollte. Die Fossilien von Oxalaia wurden in der Alcantara-Formation im Nordosten von Brasilien gefunden und bestehen lediglich aus ein paar Kiefer- und Wirbelfragmenten und Zähnen. Oxalaia besaß lange Dornfortsätze, die aus dem Rückengrat hervorragten und wahrscheinlich ein großes Hautsegel trugen. Der Schädel war langgezogen und sehr flach, aber mit nur 1,35 Meter deutlich kleiner als der des Spinosaurus. Im Maul befanden sich krokodilsähnliche konische Zähne, die sich gut für den Fischfang eignen würden. Wahrscheinlich verbrachte Oxalaia den Großteil seines Lebens im Wasser, wo er auf Fische oder Dinosaurier und andere Tiere in der Nähe von Gewässern Jagd machte. Als nächstes kommt der Acrocanthosaurus. Der hat es mit nur 11,5 Metern, aber einem stattlichen Gewicht von bis zu 6,2 Tonnen auf Platz 7 geschafft. Er ist der erste der 5 gigantischen Carcharodontosauriden auf dieser Liste. Der Acrocanthosaurus lebte in der frühen Kreidezeit vor 113 bis 110 Millionen Jahren in Nordamerika. Sein Name bedeutet Hochstachelechse und bezieht sich auf die verlängerten Dornfortsätze. Die könnten wie beim Spinosaurus oder Oxalaia ein Hautsegel getragen haben, nur eben deutlich kleiner in diesem Fall. Es würde um die 50 cm hoch auf dem Rücken hervorragen. Zum Vergleich, beim Spinosaurus war das Segel 1,5 bis 2 Meter hoch. Die Fossilien des Acrocanthosaurus fand man an ganz verschiedenen Orten in den USA, was darauf schließen lässt, dass diese Art auf dem gesamten Kontinent verbreitet war. Unter den Überresten befindet sich auch ein fast vollständiges Skelett eines ausgewachsenen Exemplars mit einem Schädel, der 1,23 Meter in der Länge misst. Der Acrocanthosaurus hatte für einen großen Theropoden relativ lange und kräftige Arme, an denen sich jeweils 3 Finger mit scharfen Krallen befanden. Im Vergleich zu einem Menschen hatten die Arme des Acrocanthosaurus aber nur einen sehr kleinen Bewegungsspielraum, sie konnten noch nicht mal ganz ausgestreckt werden. Wahrscheinlich waren die Arme nützlich, um beim Fressen der Beute zu helfen, allerdings wäre es auch möglich, dass sie bei der Jagd eingesetzt wurden, zum Beispiel um sich an Beutetieren wie Sauropoden festzuklammern, während er ihnen mit seinen Bissen schwere Wunden zufügte. Weiter geht's mit dem Carcharodontosaurus. Der schafft es mit einer Länge von 11,8 Metern und einem Gewicht von 6,3 Tonnen auf Platz 6 der größten fleischfressenden Dinosaurier aller Zeiten. Das hier ist der Namensgeber der Carcharodontosauriden, die 40 Millionen Jahre lang die mächtigsten Theropoden auf dem Planeten waren. Der Carcharodontosaurus lebte vor etwa 100 bis 94 Millionen Jahren im Norden von Afrika. Fossilien von dieser Spezies fand man in vielen Ländern über den ganzen Norden verteilt, von Marokko, Algerien und Tunesien bis nach Libyen und Ägypten. Heute herrschte in den meisten Gebieten dort Trockenheit, aber damals waren all diese Orte durchzogen von komplexen Flusssystemen, Sümpfen und Wäldern. An diesem fruchtbaren Ort lebten unglaublich viele verschiedene Arten von Dinosauriern und auch anderen Tieren. Von denen wurden natürlich auch einige vom Carcharodontosaurus gejagt. Vor allem wohl Jungtiere von mittelgroßen Sauropoden, wie zum Beispiel dem Ägyptosaurus, der bis zu 16 Meter Länge und ein Gewicht von 10 Tonnen erreichen konnte. Oder auch dem Rebachisaurus, der um die 20 Meter und 15 Tonnen erreichte.
erreichen konnte. Der Carcharodontosaurus besaß über 60 scharfkantige Zähne in seinem Maul, von denen die längsten mit der Wurzel gemessen bis zu 20 cm erreichten. Der Grund, warum er so groß wurde, könnte etwas damit zu tun haben, dass es viel Konkurrenz von anderen Raubsauriern gab, zum Beispiel vom 8 Meter langen und einer Tonne schweren Deltadromeus oder dem Sauroniops, der sogar noch ein bisschen größer war. Und natürlich auch dem Bahariasaurus, der etwa genauso lang wie der Carcharodontosaurus wurde, aber deutlich leichter gebaut war. Durch die enorme Größe blieb der Carcharodontosaurus konkurrenzfähig und konnte Beute jagen, für die anderen großen Theropoden in diesem Gebiet nicht stark genug waren. Als nächstes kommt der Tyrannotitan. Mit nur 11,6 Metern Länge, aber 6,4 Tonnen Gewicht schafft er es auf Platz 5. Der Tyrannotitan war auch ein Carcharodontosauride. Er lebte aber nicht in Afrika oder Nordamerika, sondern in Südamerika, genauer gesagt Argentinien. Die argentinischen Vertreter der Familie waren alle ein bisschen massiger gebaut im Vergleich zu den Arten aus anderen Gebieten und erreichten bei der gleichen Länge mehr Gewicht. Gelebt hat der Tyrannotitan in der Unterkreide vor 118 Millionen Jahren. Von den riesigen argentinischen Carcharodontosauriden war er der älteste. Aus diesem Grund war er auch ein bisschen primitiver gebaut. Seine Kiefer hatten zwar die gleiche Form, waren aber robuster und die Zähne dicker und noch nicht so klingenförmig wie bei den späteren Arten. Sie ähnelten ein bisschen den Zähnen von Tyrannosauriden. Das galt auch für die Arme des Tyrannotitan, denn sie waren zwar kräftig, aber ziemlich kurz. Lang und stark war dafür sein Schwanz, was manche annehmen lässt, dass er ein guter Schwimmer war. So gut wie alle, auch die extrem großen Theropoden, konnten wahrscheinlich schwimmen. Ob der Tyrannotitan darin wirklich deutlich besser war, kann ich mir nur schwer vorstellen. Immerhin unterscheidet sich sein Körperbau nicht so besonders von dem von anderen Theropoden. Weiter geht's mit dem Mapusaurus. Der schafft es mit 12,2 Metern Länge und einem Gewicht von bis zu 6,8 Tonnen auf Platz 4. Der Mapusaurus war ebenfalls ein Carcharodontosauride aus Argentinien, lebte aber fast 25 Millionen Jahre später als der Tyrannotitan, und zwar im Turonium der Oberkreide. Zu dieser Zeit war der Lebensraum, wie man an den Gesteinen der Uinkul-Formation sehen kann, ziemlich trocken gewesen, mit saisonalen Regenzeiten. Es gab dort nicht so viele verschiedene Arten wie in den feuchten und fruchtbaren Gebieten, aus denen viele der vorherigen Spezies stammten. Dafür gab es hier aber einen, wenn nicht sogar den größten Sauropoden aller Zeiten, den Argentinosaurus. Der erreichte mit 40 Metern Länge und einem Gewicht von 70 bis 100 Tonnen Ausmaße, die man sonst nur von den größten Walen der Meere kennt. Ausgewachsene Tiere konnte der Mapusaurus selbst in der Gruppe nicht jagen, aber neben Jungtieren von monströsen Sauropoden wie dem Argentinosaurus gab es auch noch andere Beute, zum Beispiel den 18 Meter langen Choconsaurus und den 16 Meter langen massig gebauten Katatesaurer. Solche Sauropoden wären für einen einzelnen Mapusaurus wohl immer noch zu stark, aber da dieser Theropode wahrscheinlich in der Gruppe jagte, was man an den Ansammlungen von Fossilien in einem Bauernbett ableiten kann, konnten selbst diese mächtigen Pflanzenfresser erbeutet werden. Der Mapusaurus war der engste Verwandte des nächsten Dinosauriers und das ist der Giganotosaurus. Der schafft es mit einer Länge von bis zu 13,2 Metern und einem Maximalgewicht von 7,8 Tonnen auf den dritten Platz. Er war dem Mapusaurus sehr ähnlich, aber ein bisschen länger und massiver gebaut. Der Giganotosaurus war der größte Carcharodontosauride und der mächtigste Theropode, der jemals in Südamerika existiert hat. Er lebte vor etwa 89 Millionen Jahren und zu dieser Zeit war es im Gebiet des heutigen Argentiniens noch deutlich feuchter und fruchtbarer als zu Zeiten des Mapusaurus. Gejagt hat er hauptsächlich die kleinen bis mittelgroßen Sauropoden aus der Gegend, zum Beispiel den 6 Meter langen und eine Tonne schweren Reiososaurus oder auch den 15 Meter langen und 7 Tonne schweren Limaeosaurus. Wie fast alle Tiere in der Top 10 war auch der Giganotosaurus ein Spitzenprädator und musste sich vor keinen anderen Raubtieren fürchten. Eine der Haupteigenschaften, die er sich mit seinen Verwandten teilt, waren die scharfen gezackten Zähne mit ovalem Querschnitt, mit denen er selbst bei großen Beutetieren starke Wunden verursachen konnte. Seine Beißkraft war zwar nicht annähernd so hoch wie die des T-Rex, aber dafür konnte er ziemlich schnell zubeißen und das auch gut mit dem Kopf zur Seite geneigt, was wieder auf die Jagd auf Sauropoden hindeutet. Trotz seiner Größe war er aufgrund seines langen spitzen Schwanzes vermutlich immer noch zu schnellen Wendungen fähig und gilt somit als relativ agil. Ebenso wie der Mapusaurus könnte auch der Giganotosaurus in Gruppen gejagt haben, was schon wirklich unheimlich ist. Stellt euch nur mal vor, von einem Dutzend dieser gigantischen Monster gejagt zu werden, da will ich kein Sauropode sein. Auf dem zweiten Platz landet der Spinosaurus. Das
Das war mit 16 Metern der längste Theropode von allen und mit einem Gewicht von 7,5 bis 8,5 Tonnen auch fast der schwerste. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Spinosaurus möglicherweise sogar noch schwerer war und eigentlich den ersten Platz verdient. Selbst um die 10 Tonnen halte ich auf jeden Fall immer noch für realistisch. Mittlerweile wissen wir ja, dass der Spinosaurus extrem dichte Knochen hatte, was zeigt, dass er tauchen konnte. Er war zudem viel besser auf das Leben im Wasser angepasst als früher vermutet. Und Tiere, die im Wasser sind, sind oftmals einfach schwerer, weil das Körpergewicht dort keine so große Rolle spielt. Alle Tiere bestehen zum Großteil aus Wasser und somit haben sie ungefähr einen neutralen Auftrieb. Solange sie im Wasser sind, wiegen sie also gewissermaßen eigentlich nichts, wenn ihr versteht, was ich meine. Im Fall des Spinosaurus ist es durch die schweren Knochen sogar ein negativer Auftrieb, was seiner Geschwindigkeit im Wasser aber nicht so sehr schadet. Nur an Land wird das hohe Gewicht zum Nachteil. Dass sich diese Kreatur an Land aber nur sehr langsam fortbewegen kann, sieht man ziemlich schnell. Naja, alles, was ich damit sagen wollte, ist, dass der Spinosaurus zumindest potenziell auch die Nummer 1 sein könnte. Wobei er ja genau genommen kein Fleischfresser, sondern überwiegend ein Fischfresser war. Aber das lasse ich noch durchgehen. Gelebt hat der Spinosaurus vor etwa 100 Millionen Jahren in Nordafrika, im selben Gebiet wie der Carcharodontosaurus, im wahrscheinlich gefährlichsten Lebensraum der Erdgeschichte. Bevor wir uns dem ersten Platz widmen, sehen wir uns aber noch ein paar Dinosaurier an, die es aus verschiedenen Gründen nicht auf die Liste geschafft haben. Zum Beispiel der Therizinosaurus. Der wäre mit 10 Metern Länge und 5 Tonnen Gewicht locker in die Top 20 gekommen, wenn das ein Video über die größten Theropoden wäre. Da der Therizinosaurus aber ein Pflanzenfresser war, darf er in diesem Video leider nicht mitmachen. Sehr schade. Etwas schwieriger war die Entscheidung, den Deinocheirus nicht in die Liste mit aufzunehmen. Der hätte es mit 11 Metern Länge und 6,5 Tonnen Gewicht sogar in die Top 5 geschafft. Und es gibt auch Beweise dafür, dass dieser Dinosaurier andere Tiere verspeist hat, denn es wurden halbverdaute Fischschuppen unter seinen Fossilien gefunden. Allerdings machten krautige Pflanzen wohl den Großteil seiner Nahrung aus und er fraß nur gelegentlich Fische und andere Tiere, weswegen ich den Deinocheirus nicht als Fleischfresser, sondern eher als Allesfresser bezeichnen würde. Auf jeden Fall aber ein äußerst interessanter Dinosaurier, der bestimmt auch mal sein eigenes Video bekommt. Der Epantherias ist ein schwieriger Kandidat. Er könnte mit bis zu 13 Metern Länge und 6 Tonnen Gewicht einer der größten Theropoden der Welt und dazu noch der mächtigste Allosauride sein. Allerdings sind seine Fossilien derartig Mangelware, dass ich ihn nicht guten Gewissens auf die Liste packen kann, bevor wir nicht mehr finden als kleine Fragmente von ein paar Wirbeln. Der Siegelmasasaurus hätte es mit so ziemlich den gleichen Werten wie der Spinosaurus natürlich auch auf die Liste geschafft, wenn ich denn sicher sein könnte, dass das hier auch eine eigene Spezies und nicht nur eine Unterart des Spinosaurus ist. Die verschiedenen Unterarten der ganzen Dinosaurier habe ich in diesem Video ja nicht gezeigt, denn das wäre auch ziemlich langweilig, weil die meisten sich nur sehr geringfügig voneinander unterscheiden. Das gilt auch für den Siegelmasasaurus, der einfach nur ein Spinosaurus mit winzigen Unterschieden ist, zum Beispiel in der Halswirbelmorphologie. Kommen wir nun aber zum ersten Platz, dem größten fleischfressenden Dinosaurier aller Zeiten. Und das war natürlich der T-Rex. Mit bis zu 13 Metern Länge und einem Gewicht von 9 bis 10 Tonnen waren die größten Tyrannosaurus Rex Exemplare echte Giganten, selbst unter den Megatheropoden. Die meisten T-Rex Individuen wurden nicht ganz so groß und erreichten eher 12 Meter und ein Gewicht von 8 Tonnen. Damit sind sie aber trotzdem noch riesig und vor allem kräftig. Der T-Rex war viel breiter gebaut als alle anderen Theropoden, was man vor allem von vorne ganz gut sieht. Bei so einem Vergleich merkt man erst den Unterschied. Auch ein Bild vom Schädel eines Tyrannosaurus im Vergleich mit dem eines Tarbosaurus zeigt, dass der T-Rex selbst im Vergleich zu seinen engsten Verwandten extrem breit und massiv gewesen ist. Auch seine Beißkraft war unglaublich stark und 3 bis 4 Mal so hoch wie die von vergleichbar großen Theropoden wie dem Giganotosaurus. Der T-Rex war aber nicht nur kräftig und groß, sondern gleichzeitig auch sehr hoch entwickelt. Zum Beispiel hatte er stark nach vorn gerichtete Augen, die ihm ein für Dinosaurier ungewöhnlich gutes, beidäugiges Sehvermögen ermöglichten. Außerdem war sein Gehirn relativ groß, zumindest für einen Theropoden. Im Vergleich zu vielen heutigen Säugetieren oder Vögeln war der T-Rex nicht so schlau. Für die damalige Zeit und im Vergleich zu den meisten Tieren in seinem Lebensraum war der T-Rex aber schon ziemlich intelligent. Er kann sich, Vögel mal ausgenommen, zu den klügsten Reptilien dazuzählen. In vielerlei Hinsicht war der Tyrannosaurus Rex also ein extrem beeindruckender Dinosaurier. Hat euch irgendein Dino auf dieser Liste überrascht oder seid ihr der Meinung, ich habe einen wichtigen Kandidaten vergessen, dann schreibt es natürlich in die Kommentare. Ich hoffe jedenfalls, euch hat das Video gefallen und ihr habt mal wieder was gelernt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.